1893. Für diese kleinen Fans eine Zahl wie aus einer anderen Zeit und doch etwas ganz Besonderes. Denn auch 125 Jahre nach der Gründung des VfB Stuttgart ist die Begeisterung für den Brustring ungebrochen. Auch Dennis Schäfer aus Haigerloch ist VfB-Fan durch und durch und da darf der Besuch beim Tag des Brustrings mit der Familie natürlich nicht fehlen. VfB ist klar Heimat. Ich sage immer zu meiner Kleinen, hey, das ist unser Verein hier im Schwabenland. Wir sind Schwaben, das gehört so. Und natürlich die Nähe zum Verein. Das ist das Coole, dass man da einfach schnell hier sein kann, im Stadion. Doch bevor das Programm in der Arena beginnt, geht es aufs Fanfest am Mercedes-Benz-Museum. Zunächst zum Torwandschießen. Und dann zur Präsentation der aktuellen Bundesligamannschaft. Egal ob Holger, Badstuber, Mario, Gomez oder Trainer Taifun Korkut, alle werden freundlich empfangen. Das Highlight für Danny ist aber ein anderes. Insgesamt 25 VfB-Ikonen sind gekommen und selbst Jürgen Klinsmann ist extra aus den USA eingeflogen, um bei diesem besonderen Tag dabei zu sein. Danny hat sie bereits zu ihrer aktiven Zeit fast alle live gesehen. Seit 40 Jahren schon ist er VfB-Fan. Nach dem DFB-Pokalsieg 1997 gründet er mit Kumpels einen eigenen Fanclub, Tragisches Dreieck. Sowohl Danny als auch sein Bruder Andy sind zeitweise sogar dessen Vorstand. Das war der Auslöser, der Pokalsieg, wo er gesagt hat, ein Kumpel gesagt, komm Danny, machen wir was, gründen wir einen Fanclub. Und dann haben wir, glaube ich, mit 16 Mitgliedern gestartet. Und jetzt ca. 400 Mitglieder. Gemeinsam mit dem Fanclub ist Danny häufig bei Auswärtsspielen dabei. Dieses Mal aber geht es in die heimische Arena. Dort überzeugt er sich beim Legendenspiel davon, dass seine einstigen Lieblingsspieler noch nichts verlernt haben. Und auch bei der aktuellen Mannschaft scheint die Form schon zu stimmen. Im Testspiel gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Atletico Madrid gibt es jedenfalls ein 1:1 und dementsprechend positiv fällt auch das Fazit des VfB-Kapitäns aus. Der ganze Geburtstag des Vereins ist was sehr, sehr Besonderes. Ich glaube, der Tag war für alle Beteiligten sehr, sehr gelungen. Das Wetter hat auch mitgespielt. Also von dem her haben wir heute ein schönes Fußballfest gehabt. Das erlebt auch Familie Schäfer und trägt zur guten Stimmung um den VfB bei. Davon sind selbst erfahrene Legenden beeindruckt. Und wenn man jetzt sieht, was da im Stadion abgeht, was für Fans wir haben, das ist wirklich eine tolle Sache und hohe Motivation. Also von daher denke ich, dass wir eine gute Saison spielen werden. Und mit dieser Unterstützung sollte das doch auch locker möglich sein.